So, zweites Spiel, was wir heute im Stream vorstellen, ist auch heute erschienen, beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, gestern, und zwar Potion Tycoon, wo wir einen eigenen, Tränkeladen aufmachen, ist in Early Access gestartet. Delic Entertainment GmbH machen das Publishing auch hier wieder, wie beim letzten Titel, den wir hatten. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel, lassen das Tutorial, es ist auch bereits deutsch übersetzt. Und wir geben jetzt erstmal den Namen unseres Hauses ein. Alles rein, Tränke. Okay, da ist ein Fehler der Übersetzung. Wir werden das Tutorial aber mal aktivieren. Dadurch haben wir schon mal so eine gewisse... Hast du dich wieder umgestellt? Weil ich weiß genau, dass das Tutorial vorhin auf Deutsch funktioniert hat. Egal. Wahrscheinlich sind nur so ein paar einzelne Fenster nicht übersetzt gerade durch das letzte Update, was gemacht wurde. So, umgucken mit WASD, mit Mausrad rein oder rauszoomen. Okay, das ist Deutsch. So, alle neuen Tränkehersteller bekommen einen Zuschuss vom König höchst selbst. Das sind am Anfang 1000. Die 1200 Kosten, die wir jetzt hatten, ist übrigens der Aufbau von diesem Grundkonstrukt. Halt, du hast eine kleine Ladenstraße, hier vorne ist die Kasse. Du hast einen Bereich, wo die Leute sich ausruhen können. Wenn das Tutorial übrigens aus hast, dann kannst du frei bauen, wie du magst. In einem gewissen Gebiet. Geht auch relativ weit hoch und relativ weit runter. Für den Tränkehandel, du hast ein Lager, wo du genau sehen kannst, was hier ist. Elfensattel, Katzenminze, Lupine. Das sind die Zutaten. Und du hast einen kleinen Bereich, wo du deine alchemistischen Getränke herstellen kannst. Können wir schon mal weitergehen. Hier sehen wir übrigens, welche Zutaten wir haben. Das erzählt dort auch. Um den ganzen an die Krone aufzusetzen, haben wir die Gilde als Zeichen ihrer Wertschätzung ein Geschenk geschickt. Einen kleinen Vorrat einfacher alchemistischer Zutaten. Sieh ihn dir an, indem du mit der Maus über die Palette fährst. Danach kommen wir dazu, wie du die Zutaten einsetzt. Zutaten werden benötigt, um die Trankprodukte herzustellen, die in deinem Laden verkauft werden. Um einen neuen Trank herzustellen, brauchst du zuerst ein Produktdesign, das aus einer alchemistischen Rezeptur und einem Behältermodell besteht. Du findest all deine Produktdesigns auf der Seite Produkte im Register. Produkte? Zum Beispiel Dwing Zwing. Für einen möglichst schnellen Start habe ich mir erlaubt, aus den verfügbaren Zutaten einen einfachen Trank zu brauen mit einem klingenden Namen. Fahr darüber, um alles zu sehen. Geschwindigkeitstrank, Abteilung Heilung, Preisspanne in eine Massenware. Die Wirksamkeit 2,4, Behälter 1,8, Stufe 2,1. Das kann man später übrigens ein bisschen verändern durch Forschung, die man betreibt. Und es kommt auch später noch dazu, wie man überhaupt Tränke bekommt. Man hat nämlich alchemistische Zutaten und schmeißt sie in den Topf rein und kann dann, sag ich mal, sehen, was passiert oder ob das ein gültiger Trank ist. Also man muss die Tränke so gesehen herausfinden. Ich weiß nicht, ob durch Events oder so weiter manche Tränke dir auch so gesagt werden, aber erstmal ist das halt so ein Suchen später. So, zum Brauen des Trankes brauchen wir einen Kocher. Trank auswählen, Dwinch zwingen. Ich weiß übrigens nicht, warum der gerade ein Bild hat. Wenn verarbeitete Zutaten benötigt werden, findest du hier die erforderliche Ausstattung, weil alle Zutaten können in vier unterschiedlichen Arten bearbeitet werden. Ich glaube, ich zerhäckseln, einwecken, also so wie abkochen und noch zwei andere Sachen, wodurch sich die Eigenschaft der Zutat auch verändert. So, halte Augen auf nach Benachrichtigung. Und das ist nämlich die Benachrichtigung, die jetzt kommt. Die Lupine muss erst eingeweckt werden. Und das müssen wir halt bauen. Herstellungsgeräte. Einweckgerät. Ich sehe gerade übrigens, am besten gehe ich nach links. Rechts. Das andere links. Den bauen wir einfach mal daneben. Bestätigen wir $50. Und dann kommt auch unser Kobold, glaube ich, sind das alles. Novizunterstützer, der hat auch einen täglichen Lohn, der hat eine Stimmung. Der ist in gewissen Bereichen besser oder schlechter. So, Trank wählen. Das Produktschema verbinden wir mit dem Einwecker Nummer 1.
Dadurch haben wir so gesehen eine Produktionskette geschaffen zwischen den beiden Sachen. Und jetzt fängt die Dame an, beziehungsweise möchte gerne die Lupine einwecken. Ich weiß nicht, ob einwecken überhaupt die richtige deutsche Übersetzung dafür ist. Einlegen. Gute Nacht, Wulfgar. Dafür brauchen wir aber einen Alchemisten. Ne, stimmt gar nicht. Dafür brauchen wir erstmal einen Novizenbetreiber. So, du hast besseren Ausdauerwert. Ich hoffe, es funktioniert. Ausgezeichnet, damit sollte deine Produktion wieder Schwung kriegen. Stelle mehr Leute ein, wenn es neue Aufgaben gibt. Bald wirst du Angestellte brauchen, die als Alchemisten und Bürokräfte arbeiten. Behalte außerdem deine Magnatpunkte im Auge, denn die brauchst du unter anderem, um Leute anzuheuern. Zu guter Letzt brauchst du eine Abfüllmaschine, um die fertigen Mixturen adäquat ausstellen zu können. Ich habe eine für dich vorbereitet. So, da sagte mir nicht, ich brauche einen Alchemist-Novizen. Ich glaube, es heißt einkochen, ja. Hallo, Icy. Arbeitslos. Das ist der Novize-Alchemist. Der fängt dann sofort an, hier am Topf zu arbeiten. Namens einwecken ist ein anderer Ausdruck für einkochen. Stelle deine erste Charge her. So, das sollten jetzt 12 Flaschen sein. Die Charge ist damit fertig. Im Schrankmenü muss ich ja nur angeben, dass hier dieser Geschwindigkeitstrank hin soll. Normalerweise ist da übrigens so ein kleines Fläschchen, was gezeigt wird. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht so funktioniert, wie es sollte. Vielleicht ein kleiner Fehler im Early Access gerade. Die Flasche ist einfach unsichtbar. So, deine erste Produktionsabteilung läuft jetzt. Vergrößere sie, indem du weitere Tränke derselben Kategorie herstellst. So, öffne zunächst andere Abteilungen. So oder so sollte dein Ruhm und deine Verkaufszahlen steigen. Wirf einen Blick auf die Ruhmübersicht, die je eine Produktionskategorie anzeigt. Wirf einen Blick auf Ruhm... Moment. Hier siehst du, welche Abteilung du besitzt und wie viele Kunden sie jeweils anlockt. Und zurzeit haben wir halt hier oben links eine für das Segment Heilung. Ein bisschen Ruhm, weil wir halt einen Artikel anbieten. Dann gibt es ein Segment Hexerei, ein Segment Lebensmittel. Ja, es ist schade, weil es jetzt... Also das mit dem Bug, wie gesagt, normalerweise haben alle Tränke, werden halt gezeigt mit Fläschchen und so weiter. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier nur ein weißer Hintergrund ist. Wir müssen einfach vielleicht gleich mal speichern und neu laden. So, im Tab auf Lager siehst du alle verfügbaren Zutaten, und zwar sowohl die rohen als auch die verarbeiteten, sowie deren aktuelles Inventarmengen in Fässern. Aber wie für den Nachschub sorgen, ehe sie dir ausgehen? Ja, man sieht auch normalerweise die Flaschen im Schrank. So, es gibt nämlich Samen, Saatgut. Und da sehen wir übrigens schon, die Symbolik zeigt an, was für Eigenschaften diese Regenzien haben zum Beispiel. Lupinen eingeweckt, dadurch sind die unteren Regenzien gewonnen. Das kommen wir aber nachher nochmal, wenn wir bei Alchemie machen. Wir können bei Pflanzen Kisten als Zutat angesetzt werden. Wie zum Beispiel ein Elfensattel hier ganz links. Da die Katzenminze. Da die Lupine. Glückwunsch, damit sollte dein aktueller Zutatenbedarf gedeckt sein. Ein Samen gibt immer nur eine einzige Pflanzung her. Wenn du eine Zutat in größeren Mengen anbauen willst, brauchst du mehrere Samen. Ziele und VIP-Anfragen versprechen oft Zutatensamen als Belohnung. Besuche Händler, um welche zu kaufen. Lass diese Chance nicht entgehen, wenn sie an deine Tür klopfen. Wo wir gerade bei Zielen sind. Jedes aktive Ziel hat eine Zielübersicht, damit du immer weißt, was du zu tun hast, um es zu erreichen. Fahre mit der Maus darüber, um die Anforderungen zu sehen.
Kreiere einen neuen Trank, starte die Produktion eines neuen Tranks mit dem Kocher, stelle die für den Trank benötigte Verarbeitungsausrüstung auf, kaufe einen zweiten Schrank. Stelle das Produkt in einem leeren Schrank aus. Du erhältst 100 Dollar. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Mit nur einem Trank ist deine Erfolgschance klein, denn jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Was meinst du, wird mehrere Leute anlocken? Genau, eine größere Produktauswahl. Dein nächstes Ziel besteht also darin, einen neuen Trank herzustellen. Wende dein Wissen an, um dein zweites Trankprodukt in den Verkauf zu bringen, oder lass dir helfen. Wenn du einmal nicht weiter wissen wolltest, siehst du einen Info-Button links oben. Ja. Können wir auch gerne das Tutorial machen. Weil jetzt geht es nämlich um die Alchemie. Dafür hast du hier oben diesen Kessel. Und hier entwirfst du deine Tränke. Hier kannst du Zutaten links in den Kessel geben, Mitte und sie vermischen, um daraus Trankrezepturen zu erstellen. Rechts. Außerdem kannst du hier existierende Rezepturen laden und verändern. Zum Beispiel automatisch Standardrezepturen aus verfügbaren Zutaten erschaffen. Aber lass uns Schritt für Schritt vorgehen. Hier hast du nämlich die Zutaten und kannst sehen, was die unterschiedlichen Eigenschaften sind. Zum Beispiel macht den Trank unrein oder erhöht die Trankwirkung um 1. Oder der Trank wird ein bisschen leckerer dadurch, dass wir den Bereich mit reinbringen. Oder wir haben halt einen Effekt, fügen wir hinzu. Wie zum Beispiel Katze. Wenn man Katze mit Feuer mischt, wird es Geschwindigkeitstrank. Wenn man Katze mit Wasser mischt als Element, wird das ein Trank der Langsamkeit. Und du siehst dabei auch schon, zu welcher Schule das gehört. Ob das Heiltrank ist, ob das Lebensmittel ist oder ob das Hexerei ist. So, wir können das als Gesamtzutat einfach in Ketzel reinziehen. Wir sehen rechts oben, da ist eine ungültige Mixtur, weil es fehlt eine zweite Zutat. Zurzeit können wir nur zwei hinzumachen, später kannst du auch mehrere Zutaten dazu machen, soweit ich das verstanden habe. So, für eine gültige Rezeptur muss man manche Regeln befolgen. Zum Beispiel brauchst du immer mindestens zwei Zutaten. Doch zuerst ein nützlicher Trick. Rohe Zutaten haben oft unerwünschte Eigenschaften, die du im Endprodukt nicht gebrauchen kannst. Klick auf eine Zutat, um sie zu verarbeiten. Da siehst du nämlich die Verarbeitungssachen. Du kannst sie blanchieren. Du kannst sie trocknen. Du kannst sie einkochen. Oder du kannst sie zerstoßen. So, dann können wir die nämlich halbieren. Durch diesen Prozess. Und haben jetzt die Fähigkeit Toxin. Und die Wirkung, dass der leckerer wird. Dann machen wir abschließen. Dann ist das halt so hier drin. Simpel, oder? Und jetzt noch, und auch so noch praktisch. Jetzt folge den Hinweisen, nutze die Verarbeitung, um eine gültige Rezeptur herzustellen. Das müsste eigentlich, wenn ich das mache, sollte ein Trank der Langsamkeit rauskommen. Respekt! Die Komposition einer soliden Rezeptur ist nicht leicht. Jetzt muss sie nur noch auf den Markt bewähren. Und das zu erreichen ist immer schwieriger. Behalte immer die Attraktivität im Auge. Beträgt sie 0% oder ist der Wert gar negativ, wird es schwer, den Trank zu verkaufen. Sieh dir die Eigenschaften an im unteren Bereich der Rezepturliste. Da, wo mein Kopf auch so ein bisschen vor ist. Aber in diesem Spiel gibt es wie immer keine gute Position für den Streamer selbst. Außer er kann direkt in den Kochtopf rein. Da sehen wir nämlich, das gibt einen mittleren Bedarf für dieses Rezept. Es ist herzhaft, es ist ein Lebensmittel, es ist aber dafür unrein, wird dadurch unattraktiv und es hat die Gegenmitteleigenschaften sind reduziert. Wahrscheinlich, weil da Toxin mit drin ist. Ab mit dir in den Kochtopf. Experimentiere eine Weile herum, bis der Trank einen positiven Attraktivitätswert hat. Achso, ich darf ja nur maximal zwei reinmachen. So, das hier wäre ein Geschwindigkeitstrank, der eine gewisse Attraktivität auch hat. Plus 15% hoher Bedarf, plus 5% für herzhaft. Rezeptur abschließen.
Gut, der Inhalt ist bereit. Widmen wir uns nun der Äußerlichkeit. Kann man auch Frösche reinwerfen? Aktuell nein. Hallo, ich bin ein Hexer, der in der Mitte des Spiels ist. Wirf einen Blick auf die Behälteroption Flaschen, Verschlüsse und Ornamente. Aktuell steht dir nur ein einfacher Korken und Tonkrüge zur Verfügung. Aber mit der Zeit wirst du weitere Optionen freischalten. Das ist übrigens in der Forschung möglich dann. Prüfe die Qualität deiner Rezeptur. Wirksamkeit, Behälterqualität, Produktstufe. Die Stufe des Produkts ergibt sich aus der Wirksamkeit und Behälterqualität. Wirksamkeit, was kostet die Flasche? Die Individualisierung, Marketing muss man erstmal erforschen, da können wir marketingtechnisch arbeiten. Kannst die Flasche so ein bisschen anpassen. Und kannst sie optisch natürlich noch eine schöne Farbe geben. So, Verkaufspreis 10 pro Flasche. Tja. Umso teurer ich mache, umso absurder wird der Preis, umso niedriger wird die Attraktivität. Bei 10 geht das schon als teuer. Dieser Tank ist derzeit der attraktivste, der in diesem Segment verfügbar ist. Passe den Verkauf seines Produkts an für einen positiven Attraktivitätswert, einen Profit ungleich 0. Frank Hurtig Hurtig. Ich will aber grün haben. Moment. Du bist dabei, einen Tranktyp zu entwerfen, der mit einem deiner existierenden Produkte identisch ist. Nicht so schlimm. Ja, stimmt. Wir haben zwei Geschwindigkeitstränke. Eine Arbeitskraft ist müde. Ihr wird bald die Ausdauer ausgehen. Wenn es soweit ist, lässt sich alles stehen und liegen und sucht das nächste Teamquartier auf. Mal ganz kurz einmal hin und her schalten, weil ich glaube, daran liegt auch das Problem. Der Overlayer sieht nämlich immer ein bisschen falsch aus. Wurde die Arbeitskraft allerdings manuell zugeteilt, musst du entweder warten, bis sie ausgeruht ist, oder manuell eine andere Kraft zuteilen. Bei besonders dringenden und wichtigen Aufgaben, die du unbedingt erledigt haben willst, hast du die Möglichkeit, der aktuell zugeteilten Arbeitskraft über ihre Infotafel oder aus dem Registermenü einen Boost zu verpassen. Damit erhöhst du vorübergehend die Ausdauer und das Arbeitstempo. Musst allerdings Magnatpunkte investieren. Kann aber nur einmal geboostet werden zwischen zwei Ausruhungs- beziehungsweise er muss sich dazwischen einmal ausruhen. So, wir sollten übrigens auch einen Betreiber mal eben einstellen. Stimmt gar nicht, Bürokraft, glaube ich. Die Bürokraft kann nämlich an der Kasse arbeiten. Die Welt um deinen Laden schläft nicht, du hast ständig Ereignisinfos, bearbeite sie, sobald du kannst, denn sie bringen oft aufregende Gelegenheiten und tolle Belohnungen mit sich. So, dafür brauche ich auch noch den Mörser. Aber wenigstens ein Trank, der auch optisch existiert.
Herstellung angehalten. Troll and Love, der nordsensitzige Kunsthandwerker steckt hinter den jüngsten Trollsichtungen. Seine Ausdrücke, also ich fand mich witzig. Achso, ich habe mein Bestandsziel erreicht, deshalb. Ich kaufe einen zweiten Schrank. Es ist jetzt ein bisschen durch den Bug durcheinander gegangen. Oh, ich habe das aus Versehen gelöscht. Wie gesagt, es ist aber auch noch Early Access. Wir haben eigentlich alles gelernt vom Tutorial her. Wir sollten einfach ein neues Spiel machen und ohne das Tutorial spielen. Dann haben wir auch nicht den Bug, den wir gerade hatten. Also. Alles drin, Tränke. Nein, wir wollen das Tutorial nicht haben. Weil dann können wir nämlich unser Gebäude bauen, dann können wir das nämlich auch sehen mal. Weil es geht einmal Kammern. Die kann man halt langziehen. Also das ist die Maximalgröße. Stopp. Treppe unten, Treppe oben. Kammer oben, Keller unten. So, okay. Dann baut das jetzt langsam auf. Wir brauchen für die Produktion eine Anbaukiste. Und ja, wir machen auch direkt die beiden Gewächshäuser. Paletten brauchen wir natürlich auch. Apfelmaschine, Kocher. Wir machen jetzt eigentlich das, was im Tutorial schon aufgebaut war. Wenn man kleiner Rattenjunge, ich Rattenjunge passt viel besser als den immer wieder Kobold zu nennen. Rumrennt und sich um alles kümmert. Du.
So, Elfensattel. Da sind alle Zutaten drin. Produktionskette steht. Novize-Unterstützer benötigen wir. Beziehungsweise der läuft ja schon da rum. So, für Produktequipment. Cash Register und Office, also die Bürokräfte. Dann brauchen wir eine Kasse vorne. Und einen Schrank. Übrigens gibt es Wertungen für die Räume. Die kann man hier oben einblenden. Zum einen kannst du auch das Raumaussehen ein bisschen verändert. Beziehungsweise auch den Background. Ob der für Kunden zugänglich ist. Ob verbrauchte Aktionspunkte für Kunden, die diesen Raum betreten. Plus 11 durch Raumgröße. Und man kann den Raumrang halt da auch noch steigern. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was das verändert. Also man kann da so ein paar Deko-Dinger reinmachen. Das ist die Schlafbaracke. Die muss noch da oben hin. Ein Sessel zum Ausruhen. So, Lupine sind von sich aus eigentlich schon lecker. Feuer können wir mit Geschwindigkeit. Weil das hier ist der bessere Geschwindigkeitstrank. 2,4. Zurück. Ungültig, okay. Dabei wäre das doch... Nee. Da wäre das Antitoxin drin. Der wäre halt sehr wirksam, aber nicht attraktiv und das stört mich gerade. ...20% Basisattraktivität. Katzenminze und das andere müssen beides bearbeitet werden. Aber auf die gleiche Art. Der Trank hurtig. Wir machen es noch ein bisschen teurer, der Bedarf ist hoch. Verschluss und alles ist ja billig. Ein Ornament machen wir auch nicht drauf. Und das passt schon. Die Zutaten müssen beide eingeweckt werden. Okay.
So, wenn drei Chargen übrigens, also Bestandsziel, das sagt nur, wenn drei Chargen gebraut wurden, dann wird er zum nächsten Trank wechseln, um eine weitere Charge vom nächsten Trank herzustellen. Verkauf eine Kiste Heiltränke. In welcher Trank wird zur Abteilung Hexerei gehört? Versorgungslager. Stell einen Trank aus der Lebensmittelherstellung her. Verkauf eine Kiste Heiltränke. So, holen wir mal eben Betreiber. Du hast mehr Ausdauer als der andere. So, können wir schon mal den einstellen für die Kasse. Und es gibt zurzeit nur einen Alchemisten. Erhöht Wirksamkeit aller Tränke, für deren Herstellung Pilze verwendet werden. So, da wird der erste Trank gemacht. Ein Trank, der zur Abteilung Hexerei gehört. Das wäre Trank der Schwäche mit Knochen und Katze. Ja, das wäre eine Unreinheit. Elfensattel eingeweckt. Na gut, ich kann es auch direkt da drin verändern. Vielleicht wird der unrein werden. Es muss halt entgegenwirken. Unrein und toxisch. Ich denke mal, wenn du bessere Zutaten später hast, kannst du auch bessere Sachen zusammenstellen. Beziehungsweise höhere Zutaten. Rezeptur Lahn. Okay, das ist ja mein nur der Hurtig-Tranks. Den kannst du dann anpassen. So, Hurtig-Hurtig-Tank, den müsste eigentlich nach... Ah ne, den muss ich noch hier angehen. So, dann könnt ihr ihn nach oben bringen. Dann kriegen wir am Ende des Tages immer so eine Statistik, wie viele potenzielle Kunden in welchem Bereich möglich gewesen wären, aber wir konnten niemanden beliefern, weil wir noch nichts oben stehen haben. Und jetzt werden die Tränke auch aufgefüllt. Kleine Abteilung für Heiltränke. Kann man nicht auch einzelne reinpacken? Es gibt keine Verarbeitung für einzelne Sachen. Also du kannst immer nur zwei oder einen Wirkstoff komplett reinmachen, aber dann holst du halt alle positiven wie negativen Sachen da rein. Eines Wirkstoffes. Du kannst leider nicht einen Wirkstoff in unterschiedliche Verarbeitungssachen reinschieben.
Das geht auch nicht. Achso, da können wir ein paar Rezepturen schon so sehen. Dank der Langsamkeit. Ich würde sagen, das ist ein Scheißrezept. Naja, Schutztank, der geht ja noch. Auch wenn der unrein ist. Den kann man Steintrank nennen. Nicht so teuer machen, aber was soll's. Wir brauchen aber noch einen Trocknungsofen. Ich sehe auch schon eine Problematik, was mich schon stört. Die Größe der Räume. Ich glaube, eins steht immer für eine Charge. So, der König hat dir dieses Stück Land überlassen, in der Hoffnung, dass dein Haus irgendwann zum königlichen Tranklieferanten aufsteigt, dem offiziellen Hofversorger und damit den Gipfel der Welt der Alchemie erreicht. Doch nicht nur du willst dieses Ziel erreichen. Um in diesem Rennen die Nase vorn zu behalten, musst du schnell handeln. Deine erste Prüfung besteht darin, zu beweisen, dass du deines Geschäfts würdig bist. Folge dafür einem Ziel deiner Wahl und verkaufe 30 Kisten mit Tränken. Also ich verkaufe hier keine Energy Drinks. Also ein Energy Drink hat keine wirkliche Wirkung. Jedenfalls nicht langfristig. Da sah es übrigens meine Verkäuferin gerade rumgammelt und nichts macht. Ja, die hat sich ausgeruht. Genutzt werden, um alle Arten von Räumen zu verbessern.
Ich glaube, die Laterne hat ein Auge. Übrigens stacken die nicht. Wenn du zwei Laternen machst, bleibt das halt bei der einen. Nee, Steintrank muss noch aufgefüllt werden. Du Kartoffel. Zwei zum Preis von einem wird hier nichts bringen. So, meine Karawane ist soeben mit massig neuen Waren eingetroffen. Sieh diese seltene Zutat an, Stinkkornsporen. Kann ausgesetzt werden, um die Zutat Stinkkorn zu züchten. Anbaukiste. Ja, nehmen wir an, weil es eine neue Zutat dann ist. Trank der Stille, Trank der Geist, Trank für Geisterbeschwörung, Trank des Exorzismus. Gegenmittel-Eigenschaft erhöht die Attraktivität. Basisattraktivität der Rezeptur. Schweig still. Ich wollte ja schreiben Schweig Vibe, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das darfst du nicht sagen. Wobei, in dieser Zeit könnte man vielleicht noch einen anderen Humor haben. Aber ich entscheide mich mal einfach hierfür. Ein Rivale hat ein überlegenes Angebot dieses Typs im Angebot. Silencio mit 28% Attraktivität. Ich habe hier nämlich aufbautechnisch echt einen Fehler gemacht. Hallo, mag der meinen Trank nicht? Keine Sorge, zerstoßene Stinkkorn kommt jetzt. Sobald ich ihn angebaut habe und will auch darüber verfügen.
So, gleich kriegen wir übrigens 300 Dollar, weil wir 12 Tränke verkauft haben. Will wieder keine arbeiten. Wir sollten eine zweite Bürokraft einstellen. Sehr schön. Das bildet sich schon eine richtige Schlange für den Verkauf. Gemischtwarenhandel. Öffne zwei große Abteilungen. Erhalte Abteilungen für 24 Stunden. Der Stadtrat bietet jedem Trankhersteller einen großzügigen Zuschuss, der eine möglichst breit gefächerte Kundschaft bedient. Erhalte zwei stattliche Abteilungen für mindestens 24 Stunden Aufregung, um an die Belohnung einzustreichen. Ich bin nicht sicher, was er meint damit. Hellborn kann nicht arbeiten, weil der Raumrang zu niedrig ist. Achso, wegen dem Ofen. Der muss woanders hin. So, Hurtig und Steintrank verkauft sich. Rangliste sind wir immer nicht so pralle. Aber wir arbeiten dran. Wir werden besser mit der Zeit. Du brauchst noch weitere Helfer. Zurzeit gibt es gar nichts zum Holen. Es gibt aber ein paar Sachen, die Produktivität steigert. Tracy erforscht Hütte. Der andere Trank wird gerade noch nicht hergestellt, weil der noch wird halt gerade noch dran gearbeitet. So, Teamquartiere sind voll, sagt er mir aber gerade. Da sollte ich noch was machen, dass wir wenigstens noch eine Schlafbaracke haben und vielleicht noch einen weiteren Sessel. Hurtig, da gibt es bessere Tränke auf dem Markt. Magiewoche, der Start war ein mittelgroßer Erfolg. Mein neumodisches Gebräu Feuerball ist nun das Feinste aus dem Segment Geschwindigkeitstrank, das in dieser Stadt zu kriegen ist. Soll ich dir eine Kiste schicken? Aus Lugu. Der Start war ein Flop vom Steintrank. Meine Leute und ich müssen uns um ein Problem im Umland kümmern. Sirenen, wir brauchen einen Lockrezept. Da fehlt übrigens die, das Spiel. Ja, das Spiel, sag ich, die Info, welcher Trank. Um mit der Bedrohung fertig zu werden. Zielmenge 2 Kisten. Zielstufe 1 frisst 4 Tage. Typ Heilung.
Keine passenden Gegenstände auf Lager. Das ist Kacke. Ach, weißt du, was sie brauchen? Ein Trank der Stille. Aber es kann nicht sein, weil der Typ soll ja Heilung sein. Aber für Sirenen würde natürlich Sinn machen, einen Trank der Stille zu haben. Und ich habe doch einen Trank der Stille schon. Jetzt einfach mal auf Englisch umstellen. Das geht zum Glück on the fly, so. Ja, doof. Soll Trank der Stille von Sirenen getrunken werden? Ja. Es wird wahrscheinlich Potion of Vitality sein. Jetzt bin ich durcheinander. Nicht, dass das vorher nicht schon war, aber... Ach, weißt du, was das Problem wahrscheinlich ist? Weil ich keine zwei Kisten auf Lager habe. Das so. Du meckerst hier unten wegen dem Raumrang. Dann kriegst du mal eben die Laterne. Das Deko-Regal, dann sollte der Raumrang jetzt im Positiven sein. Gut. Dann meckert der auch mit dem Kocher.
Nee, bist für eine Beförderung qualifiziert. Beschaffe den Samen für eine Zutat deiner Wahl. Wirklich, ihr seid immer pisst, wenn der Raumrang zu niedrig ist. Da haben die Nervenzusammenbruch, weil der Raum hässlich ist. So, der ist jetzt auch auf 12. Voll. So, jetzt haben wir eine kleine Abteilung für Lebensmittel. Und können jetzt alle Kunden bedienen. Was wir jetzt aber auch wieder machen könnten, wäre... mach mal Kammer hier oben rein. Könnte nachher mal aufbauen. So, Tag rum. Noch einen Novizenbetreiber. Keine passenden Gegenstände auf Lager. Na super. Das wird ja wohl reichen, damit du zufrieden bist. Ach so, weißt du, was große Abteilung ist? Du musst wahrscheinlich zwei Tränke oder mehr anbieten von einem Bereich, damit du hier einen zweiten Stern bekommst. Du musst mindestens zwei Tränke der Kategorie Hexen bevorraten, um eine große Abteilung einzurichten. Ein wundervoll seltsames Artefakt, zweiköpfiger Stirn, erhöht den Ruhm des Unternehmens um 10. Das sind einmal die Artefakte, die du aufstellen kannst. Nee, stell mal bitte sofort noch einen Hurtig-Hurtig-Schrank her.
Ach so, wenn das aktiviert ist, ist es Wiederholung und es bleibt in der Herstellung, bis das Bestandsziel erreicht ist. Und dann geht der erst weiter um einen. Dann gibt es Perks, Kundenausdauer um +4, wenn ihr einen Raum betreten, den jeweilige Arbeitskraft beschäftigt. Sämtliche Marketingaktionen dieser Arbeitskraft haben eine 10% Erfolgsrate, erhöht die Ausdauer. Okay. Du bist ein Betreiber, dann kriegst du auch eine bessere Betreiberfähigkeit. Ausdauerverbrauch verringert sich. Arbeitspensum fürs Betreiben jedes Kästchen um 1 verringert. Arbeitspensum fürs Betreiben jedes Einwerkers um 1 verringert. Nebis Unterstützer erhöht vorübergehend den Rang jedes von dieser Arbeitskraft betretenen Raum um 5. Erhöht die Menge aller Kräuter, die von dieser Arbeitskraft geerntet werden. Novizer Alchemist. Da sollte man einfach manchmal einen neuen Trank machen, der überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Erhöhte Wirksamkeit aller Tränke, deren Hersteller Kräuter verwenden. So, haben wir übrigens jetzt. Wir brauchen wirklich nur einfach Heiltränke und dann können wir die abliefern. Ich habe nämlich jetzt zwei da. So, Hauptmann Gutter, die VIP-Wache, danke für die Unterstützung. Damit wird die Stadt sicherer sein und schön sauber bleiben. So, ich könnte ein paar Zutaten gebrauchen. Dann kriege ich ein zufälliges Zutat und es sind Todeskappensporen. Also wieder was für eine Anbaukiste. Nicht genug Geld. Okay, ich bin ein armer Schlucker. Ich vergaß. So, der Start von Schweig still war Mitte erfolgreich. Dame des Mondes VIP-Hexen, bald ist Vollmond, was bedeutet, dass eine wichtige Versammlung bevorsteht. Wenn du uns ein paar Kisten deiner besten Zaubertränke liefern wirst, wären meine Schwestern und ich nur allzu gern bereit, sie zu testen. Typ Hexerei. So, ich nehme mal einen Kredit auf. Zaubertränke. Frag mich später nochmal. Nee. Ein Auftrag reicht ja erstmal. Naja, so. Meiner Trank ist einfach blauer Trank. Der Markt ist umkämpft.
Also schon ein Spiel mit gutem Potenzial. Meine Karawane ist eingetroffen. Du willst mir Asporius-Sporen anbringen. Du kannst auch vorher mit Alchemie versuchen, natürlich schon mal eine Ausrichtung machen. Stinkhorn. Eine Kiste Steintrank. Bitte einen Sack Münzen diesmal. Unser Kapital ist da nicht so optimal. Produziert den Schweigstillstrang-Trank. Kapuzenkrähen, Lebensmitteltrank. Ich habe für sowas im Moment keine Zeit. Ja, das war ja auch noch eine Geschichte. Ich wollte gerne Forschung machen. Damit man den Bereich auch mal sieht. Ich glaube, dafür muss eine Bürokraft eingestellt werden. Forschung auswählen. Dann gibt es halt hier ungewöhnliche Flaschenverschlüsse zum Beispiel. Da muss man halt auch immer diese Magnatpunkte investieren. Bau mal den Hexenhut hier an. Was bauen dafür? Novize-Alchemist oder höher? Du magst das nicht, weil Raum ist wahrscheinlich hässlich. Beziehungsweise zu hässlich. Kriegst du noch eine Laterne. Aber das mit den Zutaten ist, ich glaube, ich darf nur 3 Zutaten haben und dann wird der Anbau gestoppt. Bis ich halt wieder neue Samen habe. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Thank you.
Also Lagerplatz haben wir noch ein bisschen frei. Regt doch nicht die ganze Zeit auf. So, Belüftung verbessert die Produktionsräume, erhöht den Raumrang um 12. Maximal 3 pro Raum. Sicherheitszone. Schafft eine Sicherheitszone zwischen den Produktionsmaschinen. Erhöht den Raumrang um 20. Lebensqualität. Haferschleimtisch. Einfache Nahrungsversorgung. Erhöht die Ausdauer jeder Arbeitskraft, die sich hier ausruht, um 10. Marketing-Schreibtisch. Kleines Bücherregal. Ach komm, forscht erstmal Arbeitssicherheit. So wie das Produkt dann neu rausbringe, werden die alten Produkte gelöscht. Das Gefühl, ach, weißt du, Moment, nee, der Raumrang ist hier plus 12. Mache so Zeitverlust, ja. So, große Abteilung für Hexerei, weil wir zwei Tränke haben. Das Problem ist der Ausbau. Es gibt bessere Tränke auf dem Markt. Der Start war ein Flop. Zwei Kisten für Hexerei. Schon mal eine Kiste und du machst doch gerade den. Nee, machst du gerade nicht. Kannst du momentan die Tränke nicht verbessern. Also ich verändere dann ja am Trank ein paar Sachen, wodurch das halt schon ein bisschen dauert. Du hast 10% Ruhm. Nee, gib mir einen Sack Münzen. Damit kann ich meine heutigen Kosten decken. Wie lange spielst du schon? Wie weit ist der Spielstand? Wir sind noch nicht so weit, wir spielen seit knapp einer Stunde an diesem Spielstand.
Trank der Vitalität. Also hiervon müssen wir eigentlich hier den oberen Bereich benutzen. Ah ne, das ist ein abstoßender Geschmack dadurch. Boah, das ist eine richtig dämliche Zutat. Jetzt brauche ich irgendwas, was vervielfacht die Wirksamkeit der Rezeptur um 1,25. Dafür bräuchte ich auch erstmal etwas, was Monsterabwehrtrank. Ja, billige Tränke herzustellen bringt anscheinend nicht so viel. Außer man kümmert sich halt um die VIPs. So, Konstruktion, Materialien, Löhne 88, Ladenverkäufe 105. Und der Kredit wird ja auch langsam abbezahlt. Gesamt ohne Konstruktion sind wir aber plus 64 im Plus jetzt gewesen. Was aber auch nur durch den VIP ging. Erforsche Lebensqualität. Erforsche Bürogrundlagen, weil dann können wir Marketing betreiben und Marketing kann vielleicht die Lösung sein. Einfach sagen, der Trank ist gut, ich schwöre. Wir machen doch gerade die Schweigstilltränke. Das sind auch die einzigen Tränke, die sich noch verkaufen. Dass sie irgendwie die Aktionspunkte verbrauchen, wenn die bei mir in den Trankladen reingehen und dann nicht sofort finden, was sie suchen, weiß ich nicht. Ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich das zu bewerten habe. Wahrscheinlich, weil die hier manchmal auch einfach eine Treppe hochgehen und die verirren sich halt einfach. Und dann sind die halt angepisst. Die müssten eigentlich relativ schnell rein und relativ schnell raus wieder. Da fehlen die Stopper wie in Pharao. Es gibt Stopper in dem Spiel. Das ist ja noch das Geile. Hält Kunden davon ab, in die vorgegebene Richtung zu laufen. Rotierbar. Ist immer gut zu zeigen, wie man rotiert.
Singende Kröte. Was? Der kostet mich 100? Kredit nehmen. Marketing wird uns alle retten. Na, Hilfe, weg damit. Dafür brauche ich einen. Was? Dafür muss ich einen neuen Raum ansetzen. Oder muss der irgendwie hier unten hin? Nee. Ich muss dafür eine neue Etage bauen. So, Schweigstille hat eine Attraktivität von 29. Okay, das wird dann umgemodelt und jetzt haben wir immer noch den Trank der Stille, aber er ist jetzt ein bisschen teurer. Und es hat halt einfach Magna-Punkte gekostet. So, der Hurtig-Hurtig-Trank ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Können wir den Korken auch mal machen. Ein Hurtig-Hurtig-Trank ist einfach eine Kralle. Komischerweise musste ich da nicht großartig was verändern. Steintrank. Da kann Zahn rein. Keine Ahnung, wie ihr übrigens auf die starke Veränderung beim Produkt kommt, das stimmt ja alles gar nicht. Papiere prüfen. Nach Prüfung der Verwaltungspapiere des Unternehmens gibt es einen Überfluss an Magnatpunkte. Angebotskampagne. Das Ziel dieser Kampagne besteht darin, den Ruhm zu erhöhen, um mehr Kunden anzulocken. Im Rahmen dieser Kampagne werden sämtliche Preise der gewählten Abteilung um einen Punkt gesenkt. Die Attraktivität des Tranks steigt für die Dauer der Kampagne um 15%.
Das hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Mit 2 Kisten Lebensmittel. Das produzieren wir gerade auch. Mit dem Schweigstill. Lucky Stroke. Moment. Was macht das? Was habe ich mit Archivment gemacht? Achso. Einen sehr großen Erfolg mit einer Marketingkampagne erzielen. Das Caesar-Kampagne besteht darin, den Ruhm zu erhöhen und mehr Kunden anzulocken. Aber es kostet mich dann das andere. Und sonst haben die eine Abklingzeit, die Kampagnen. In Glas geprägte dekorative Bilder. Ladeplatz. Sämtliche auf dieser Platte gelagerte Waren werden automatisch in die angrenzende Maschine geladen. Peitsche erhöht vorübergehend das Tempo aller vorbeikommenden Arbeitskräfte. Infundierer. Macht aus aktiven und ruhenden Zutaten infundierte Zutaten. Tauscht die Elemente. Erfordert Adeptbetreiber der Höhe. Diese Maschine verursacht so viel Lärm, Hitze und Rauch, dass die Raumbewertung sinkt. Fermentierungstank. Macht aus aktiven und ruhenden Zutaten fermentierte Zutaten. Verkaufsplakate. Zeigt deinen Kunden, wo sie bestimmte Trankabteilungen in deinem Laden finden. Ah, okay. Also ich muss sagen, es geht doch ein bisschen deeper, als ich gedacht habe. So ein armer Schlucker. Ich hätte einfach die kleinsten Räume bauen sollen. Dann passen 2 Sachen da rein und gut ist. Okay, durch den Gesamtrum kriegst du halt die Möglichkeit, mehr Kunden anzulocken. Stinkhorn produzieren wir gerade. Wo wir einfach gar nichts verkauft. Schweigstill war ein Flop. Steintrankstart war ein Flop. Nein, wir gehen bankrott, glaube ich. Weil ich einfach mit dem Bausystem nicht so gut klarkomme. Aber cooles Spiel. Also viel Potenzial und man muss sich da, glaube ich, ein bisschen reinarbeiten. Weil zum Beispiel... Herstellungsräume. Die Dekoartikel sind ein Fehler gewesen von mir, die zu machen. Minus 11 kriege ich das zurück. Weil in Produktionsräume gehören auch Produktionsraum-Dekos. Und nicht die Dekos hier. Weil Produktionsraum-Dekos bringen wahrscheinlich auch einfach mehr. Düdüdüdüd.
Deshalb ärgern sie sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit über den Raum, weil es einfach dumm ist. Aber Geld ist halt wirklich eng bemessen, wenn man ohne Tutorial startet. Dann hängst du hier und hast teilweise Tränke, wo du denkst, what the fuck. Alles so ein bisschen Kunst, den besten Trank zu haben gegen deine Konkurrenz, weil die Konkurrenz verkauft ja gleichzeitig auch Tränke. Nein, weg damit. Das sind ja die Segmente hier. Haus Lugo, Haus Ascher, alles drin, Tränke sind wir. Schweigstilltrank, Steintrank. Und die haben einfach die besten Tränke dann teilweise auf dem Markt. Und du musst halt die irgendwie schlagen mit der Zeit. Sag ein, wie geil Schweigstill ist. Okay, das kann ich auch im Marketing machen beim Starten. Und wir müssen die Tränke anscheinend, Moment. Nee, du produzierst Schweigstilltränke. Mach mal noch eine Charge und dann spring bitte ein weiter. Trank der Schwäche. Den habe ich gar nicht. Das Toxin ist natürlich kacke. Ja, es gibt keine Chance, wie ich das irgendwie verbessern könnte. Kein Marketing. Oh. Der Trank ist überlegen, weil es ist der einzige in diesem Segmentbereich. Mauerblümchen-Trank. Ja, was soll ich machen? Ich brauch's eh nur für... für die Quest. Wir brauchen nur einen Trank, also nur eine... Möchtest du den zweiköpfigen Stier verkaufen? Ja.
Ach so, du hast den schon gemacht. Der wird gerade abgefüllt. Dann nimm ihn raus. Der Rest ist interessant. Schweig still, momentan die beste Wahl. Der Start war ein Erfolg. Trank Schweig still hat das Attribut akzeptiert erreicht. Ergebnis für Marketingkampagne, mittelgroßer Erfolg. Ruhm erhöht um 11%. Trank Schweig still steht gerade hoch im Trend. So, ihr könnt diesen total nutzlosen Trank bekommen. Du erhältst Marketing-Schrein. Füllt bei allen Kunden, die daran vorbeikommen, 8 Aktionspunkte auf. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich zweimal den zwei eiköpfigen Stieren gehabt, weil er ist wieder da. Obwohl ich ihn verkauft habe. Oder habe ich den gekauft? Nämlich die neue Marketing-Ritus. Bete für gute Bewertungen. Na, dafür brauchen wir eine Bürokraft, die Meister ist. Die haben wir natürlich nicht. Wir machen Geld mit Schweig-Still-Tränken. So, du kannst dich schneller wieder erholen. Betreiber. Unterstützer. Für die Wachstumsrate aller eingepflanzten Sachen. Kann plus 1 Zutat in Alchemie verwenden. Super. Dann können wir nämlich geilere Tränke herstellen. Katzenminze wird gerade hergestellt. Aber hier einzelne Leute zu weisen, bringt ja auch nichts. Hey Jungblut, ich würde sagen, wir sind echte Freunde und das weiß ich zu schätzen. Denk an mich, wenn du aus der Ferne ein Krächzen hörst. Und nun möchte ich dir jemand vorstellen, über das wir das reden. Gelegentlich Gefolgschaft von Fraktion Schurken erhalten. Aber gerne auch die Möglichkeit, hier die Dreck zurückzusetzen, komplett. Grauenhaft.
Weizenminze. Damit würden wir den negativen Geschmack loswerden. Jetzt muss wirklich da was rein, was da dem entgegenwirkt. Das macht das toxisch. Dann ist wirklich die Katzenminze das, was man sucht. Dann wird der Schlaftrank wenigstens auf 2,8. Für Marketing habe ich nichts. Ist ein umkämpftes Angebot. Schlummerfest. Brauche ich einen Kessel zum Blanchieren noch? Ich hätte nicht so viele sinnlose Tränke produzieren sollen. Ich glaube, da muss ich mich wirklich nochmal so auseinandersetzen mit dem Spiel. Also ich bleibe zwar am Leben und ich mache jetzt sogar Gewinn. Hut ab. Wahrscheinlich, wenn mein Hexentrank so gut läuft, das Schweig-Still-Zeug. Sonst fehlen mir auch ein paar Sachen. Und ich bin total unzufrieden, wie meine Raumaufteilung ist. Aber daran werde ich wohl nichts mehr verändern können. Jedenfalls nicht in diesem Moment. Aber so viel eigentlich zum Angespielt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ziemlich cooles Spiel. Habe ich schon mal zwischendurch gesagt. Sehr viel Potenzial. Muss man halt ein bisschen tiefer reingehen, damit ich die Belohnung immer abgreife. Vielleicht auf zwei Sachen erstmal konzentrieren, anstatt auf drei. Um zwei große Abteilungen relativ schnell zu bekommen, kriegst du nämlich die $500 hier raus. Ich verkaufe nur Hurtig-Hurtig und Schweig-Still-Tränke. Sonst nichts. Der Steintrank wird nicht verkauft, der blaue Trank wird nicht verkauft. Ganz schlimmes Geschäftsgebaren. So, machen wir hier den Break wirklich. Auf YouTube, danke fürs Zuschauen dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt die Entwickler, kauft euch das Spiel im Early Access. Wie gesagt, es hat ein hohes Potenzial und ganz viel Knobelkram. Und natürlich, ja okay, irgendwann hast du vielleicht alle Tränke, aber ich denke mal, es wird halt noch relativ viel weiteres kommen. Und dann kann man auch einen richtig coolen Potion-Laden betreiben mit seinen Helfern, mit den ganzen Zusatzsachen, die später kommen, wodurch man die Räume verbessert oder verschlechtert.
und vielleicht vernünftige Produktionsgelder, weil wir haben gerade ja gesehen, dass es auch eine automatische Lieferkette und so weiter geben wird später mit Forschung. Hier bei den Ladeproduktionsbändern, was jetzt letztendlich hier mit der Fermentierungsgeschichte sich aufhat oder mit dem Wechseln von den Elementen in unterschiedlichen Zutaten, ob sich dann das Alchemiebuch ein bisschen verändert. Kocher, großer Kocher, Wassertank, Ofenvorheizer, schnelleres Kochen, größerer Mörser, macht aus Zutaten, schneidet die linke Hälfte der Zutat ab. Ja, das ist klar. Dann brauchen wir aber auch bessere Leute, die die bedienen können. Vakuumbelüftung, verbessert deutlich die Belüftung in Produktionsräumen. Und das kostet ja alles auch richtig Geld. Kleine Flakons, da fehlt noch ein Bildchen. Fortschrittliche Konstruktion, großes Schlafzimmer. Teamquartiere wird um eine Arbeitskraft erhöht, damit mehr schlafen können. Aber trotzdem, cooles Ding. Danke fürs Zuschauen auf YouTube und bis dann bei einem anderen angespielt. Erstmal.